großartig. Du hast dich bewiesen. Nun, was? Ach, scheiße, ich hab auf irgendwas gedrückt. Was ist jetzt schon wieder los? Mach die andere! So, ich hab auf den Entfernen geklickt. Macht das irgendwas? Ja. Warte mal. Entfernen? Ach, ja. Müssten wir jetzt ein Petter gehalten haben? Gehört im Postwagen. Ja! Da müsste das Ding doch jetzt mal rumliegen, genau. Nein, genau. Das ja. Sagt jetzt, man schreibt in die Kommentare, wie soll das Pet heißen? Und dann an unserer epischen Platz des ganzen Feldes, wir haben uns wieder nur auf dem Feld aufgehalten, nie in irgendeiner Stadt, ne? Am epischsten Platz des ganzen Feldes werden wir den dann in der nächsten Folge benennen. Bitte, 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 schreibt was in die Kommentare! Wir werden gleich mal gucken, ob irgendwer mir in die Kommentare geschrieben hat, wie ich das Pet nennen soll. Das Pet. Bitte, bitte, habt es. Also bis gleich. Nimm das! Wie ich gerade gesehen habe, war die so gemein, nicht zu verraten, wie das Pet jetzt genannt werden soll. Und daher nenne ich es, genau, ich nenne es Star Swader. Ich habe mich gerade erst Star Wars Teil 2 auf Pro7 gesehen. Ja, es ist ein bisschen spät. Ha! Nimm das! Zum Let's Playen, aber mach jetzt trotzdem noch. Ha! Nimm das! Also, jetzt am Freitag. Und da ist eingefallen, eigentlich haben Raven und Darth Vader echt eine Ähnlichkeit. Ha! Ha! Los! Wirklich! Los! Ich komme! Nur Raven ist noch ein bisschen weitergegangen. Also, ich nimm meine, Darth Vader. Wurde aber von anderen dazu gebracht, böse zu werden. Bei Raven, nachdem er total verletzt wurde, bei Raven genau dasselbe, nur dass Raven am Ende wieder so lieb geworden ist. Oh, da habe ich mir gerade mal so zufällig einen Namen für unser Pet ausgedacht. Nämlich, eine Parodie auf Star Wars. Wird unser Pet genannt werden? Ich komme! Genau, ich werde es. Bitte sagt mich. Blablabla. Bitte sagt mir später nicht, dass der Name hässlich ist oder so. Ich kann mir denken, dass er sich ändert. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Zwischen auf die epische Reise mit unserem epischen Freund und Begleiter in den Canyon. Das ist das letzte große Abenteuer, das wir mit Helmchen erlebt haben. Doch es werden weitere Folgen. Das sehe ich in den Sternen, die gerade überhaupt nicht sichtbar sind. Egal, sehe ich trotzdem, okay? Dazu lässt sich dann nur noch sagen, ja, das war ein kleines Valentinstag-Special zum L2 Let's Play. Du hast von Lord Robo bisherigen Messetag berichtet. Ja. So ist es also. Wer Banditen beauftragt, Eldritch-Stücke aus anderen Dörfern zu stehlen, hat sein Recht verwirkt, sich Lord zu nennen. So, dass man das hier ja, aber ist eben ja ein wichtiges kommt. Wenn es wichtige Abenteuer, die wir mit unserem Petzchen bereits erlebt haben. Und es werden sicher weitere große Abenteuer folgen. Und das war ein Special zur Liebe zwischen dem Abenteurer Playhay und seinem Pet. Hey. Bye, next Adventure.